Im heutigen Video haben mir Lukas und Enrico den Owner-Rang weggenommen und sich selber den Owner-Rang gegeben. Ich dachte wirklich, sonst was ist los. Ich dachte, ich nehme ein ganz normales Video auf einmal von jetzt auf gleich. Ich dachte, die wollen mich verarschen. Und so in der Art ist es dann auch gekommen. Also, ihr wisst ja, was die letzten Tage los war, auch mit Lukas und so weiter. Und mich hat das selber auch echt mitgenommen, die letzten Tage. Ich sag nur so viel, okay? Wenn ihr Antworten sucht, kriegt es auf jeden Fall in dem heutigen Video. Ich bin einfach nur sprachlos. Enrico hat uns alle hops genommen. Er hat uns alle hops genommen. Schaut es euch an. Daumen nach oben auf jeden Fall hier auf dieses Video für das, was ich heute durchmachen musste. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Was geht ab, Freunde? Endlich ist es mal wieder soweit. Wir nehmen eine Folge Grundstücke bewerten auf meinem Server auf. Lang habt ihr gewartet. Heute sind wir auf CityBuild 2 am Start. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum ersten Grundstück. Wenn euch Grundstücke bewerten gefällt, lasst hier natürlich eine positive Bewertung da. Grundstücke bewerten feiere ich immer richtig, ja, weil ich einfach mir richtig gerne anschaue, was für Grundstücke ihr so gebaut habt. Wir gehen zum ersten Grundstück und das sieht natürlich schon mal sehr gut aus. Alter, was ist denn das? Was ist denn hier? Hier hat man ja richtig auf die Kacke gehauen mit Beacons, Junge. Ich habe noch eine ganz kleine Info, auch wenn es vielleicht gerade nicht passt, aber ich muss einmal ganz kurz reingrätschen. Und zwar für alle diejenigen, die sich gerne mal auf meinen Server blicken lassen, habe ich was richtig Cooles für euch. Und zwar könnt ihr vom Ostersonntag bis Ostermontag diese Eier auf meinem Server komplett überall verteilt sehen. Auf jedem City-Build gibt es 16 Eier zu finden. In jeder einzelnen Welt sind Eier versteckt. Und dann, wenn ihr eins findet, klickt ihr einfach rechts drauf und ihr könnt... Oh, da hat der gute Thunder die gerade alle entfernt. Okay, gut. Auf jeden Fall gibt es da viele Items. Es gibt Shop-Gutscheine im Wert von mehreren 100 Euro. Die Sky Guy Mega-Jackpot-Spitzhacke. Die V3 ist einmal verfügbar. Richtig kranke Gewinne könnt ihr auf jeden Fall gewinnen, wenn ihr die Ostereier, wenn ihr die Ostereier findet. Es ist wirklich alles dabei, da seht ihr, was haben wir hier nochmal. Wir haben einmal jetzt eine Karottenrute bekommen, jetzt haben wir hier einen Diamantharnisch bekommen. Was haben wir jetzt? Wieder ein Diamantharnisch. Und wie gesagt, wenn ihr ganz viel Glück habt, bekommt ihr die Sky Guy V3. Die wird nämlich einmal rausgehauen. Es gibt Shop-Gutscheine, es gibt alles. Also schaut vorbei, sucht die Ostereier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Ostereiersuche 2021. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Junge. Okay, wir machen mal ganz kurz Tag, damit wir uns das mal in ganzer Pracht angucken kann. Warum kann ich keinen Tag machen? Lukas hat mir Owner weggenommen. Owner Kappi und Owner nur Xenox. Ich kann keinen Befehl mehr ausführen. Wartet mal. Was? Wartet mal ganz kurz. Ja, wo sind die denn jetzt da? Channel switched. Könnt ihr mir mal bitte ganz kurz erklären, warum ihr beide Owner habt und warum bist du wieder entbannt, Lukas? Das ist so witzig, ne? Das ist so witzig. Vielleicht solltest du mal rejoinen, dass dein Präfix auch weg ist. Ja. Ihr wollt mich doch gerade komplett verarschen. Nee, also mein Präfix ist noch da. Ihr könnt dann ja... Nein. Jetzt hört mal auf. Ja, haha, lustig. Jetzt gebt mir meinen Rang wieder. Ich will gerade aufnehmen. Du hättest Lukas einfach den Admin nicht wegnehmen sollen. Du bist doch sogar, willst du mich gerade komplett verarschen? Du bist doch sogar derjenige gewesen, der gesagt hat, nimm ihm den Rang weg. Du hast doch sogar die ganze Sache angeleitet. Ich hätte das niemals gesehen ohne dich. Ich habe dich nur bestätigt, dass du das machen sollst. Was labert ihr ja eigentlich gerade? Was wird das hier? Wilko, gib mal einmal das Präfix ein und wähl einmal kein, also entfernen aus. Du müsstest es eigentlich kennen. Nö. Das Ding ist, ich verstehe gar nicht, was ihr damit erreichen wollt. Ja, ist lustig gewesen, okay. So, aber jetzt sagt mir mal, was Phase ist hier. Tja, was soll ich dir sagen, Wilko? Kannst dich an die Monitore erinnern, die Lukas sich gekauft hat? Der Server wird nun geleitet von der neuen Serverleitung. Lukas und Enrico, ihr wollt mich doch gerade komplett verarschen. Was fabriziert ihr gerade? Was interessieren mich gerade Lukas Monitore?
Naja, die habe ich ihm gekauft, weißt du. Ich habe ja auch ein bisschen Geld verdient. Also auf Teamspeak hast du auch keine Rechte mehr, ne? Damit du Bescheid weißt. Ihr wollt mich doch gerade komplett verarschen. Heißt also, Enrico, du hast auch genau dieselbe Kacke gemacht wie Lukas? Ja, wie soll er sonst an die Monitore gekommen sein? Die hat er von mir als Geschenk. Ach ja. Komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Wer den Supreme-Rang will, kommt auf den TS. Oh, das ist gut. Ihr wollt mich doch gerade komplett verarschen. Haha, ist lustig gewesen, ist okay jetzt. Aber jetzt ist auch mal gut gewesen. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie ihr euch das vorstellt. Nur weil ihr jetzt in-game irgendwelche Rechte ausführt, habt ihr jetzt hier für immer Owner oder was? Ihr seid ja geil. Hey, Jungs, ich schnipp's aber mit dem Finger und ich hab wieder Owner und ihr seid gebannt. Mach doch mal. Ja, ich mach das auch gleich. Ey, ja, mach. Ihr seid so geil. Sag mal, was denkt ihr euch eigentlich? Was ist eigentlich los bei euch? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ihr seid doch komplett durch. Ah, ist das schön. Ey, Junge, Alter. Ihr seid doch, ihr habt doch, ja, ey, die Drogen, die ihr genommen habt, die würde ich auch gerne mal nehmen. Ja, nein, ist doch so. Ja, was ist so? Was ist euer Problem gerade? Erklärt mir, was euer Problem ist. Eine unbestätigte Sache, weißt du, du nimmst Lukas einfach einen Admin weg. Das verstehe ich nicht. Sag mal, willst du mich gerade komplett verarschen, Enrico? Ich hatte keinen Beweis, ich hatte einen Grund. Ich rechtfertige mich auch gar nicht. Ja, wer bin ich denn? Ich rechtfertige mich doch jetzt nicht vor euch, wenn ich irgendwas weggenommen habe. Du bist zu mir gekommen und hast mir das gezeigt und hast mich sogar noch bestätigt. Jetzt heißt es, ich habe ihn den weggenommen, obwohl du mir das gezeigt hast. Warum zeigst du mir das denn? Aber mit welcher Intention hast du mir das denn gezeigt? Was? Du brauchst über eine Woche, die Logs durchgucken zu lassen? Ja, natürlich. Kabi, wir dann auch mal auf City Bitte 1 gehen, da auch mal Bescheid sagen. Ey, ihr wollt mich doch komplett verarschen gerade. Ihr wollt mich doch komplett verarschen gerade. Nö, eigentlich war das nicht der Plan, nein. Warte mal, aber so. Heißt jetzt also, ihr seid beide raus, oder was? Wir sind doch jetzt drin. Ja, jetzt gerade, für den Moment noch. So, ich meine, macht, was ihr wollt. Grief meinetwegen den Server, wir haben Backups. Finde ich schade, dass so gelaufen ist. Du bist doch jetzt unserer. Ja, ja, genau. Und ich bin der Papst. Na, das wirst du mehr, ne? Aber guck mal, so lange. Okay. Viele Leute in der Eingangshalle. Dann erklärt mir jetzt aber einmal warum. Erklärt mir warum. Wieso? Erklärt es mir. Ich verstehe es nicht. Was gibt's daran nicht zu verstehen? Naja, aber es muss doch irgendeinen Grund geben, warum ihr das jetzt hier gerade macht. Warum? Wieso? War ich scheiße zu euch? Gefällt's euch hier nicht? Ist Admin nicht gut genug für euch? Oder wo ist die Problematik? Ja, guck mal, wenn du Admin hast, geht's immer noch höher. Ja, und da sind wir halt bei Owner, ne? Also geht's euch hier nur um den Rang? Oder worum geht's euch? Ich glaub einfach, wir führen den Server besser als du. Lukas ist da mit mir einer Meinung und dann haben wir das so entschieden. Naja gut, wenn ihr den Server besser führen würdet als ich, dann hättet ihr ja selber auch einen Server gemacht vor 6 Jahren. Aber warum sollen wir denn einen Server machen, wenn wir hier einen kriegen können? Wir sind komplett fertig jetzt. Also ist doch alles easy. Ihr wollt mich alles doch gerade. Ich nehme euch gerade auch einfach gar nicht ernst, weil ihr seid gerade einfach wirklich nicht ernst zu nehmen. Was ist gerade. Nein. Irgendwas muss passiert sein. Was ist passiert? Wisst ihr irgendwas, was ich nicht weiß? Du, was soll da passiert sein? Na, aber irgendwas muss doch passiert sein. Ihr labert gerade so eine Scheiße. Dir ist aber nie durchgehend aufgefallen, dass auf einmal ein paar Supremes aus dem Nichts da waren, oder? Natürlich. Das schon Monate her. Natürlich also. Nicht. Wie sollte mir das auch auffallen? Als ob ich jeden einzelnen Supreme durchgehe, weil ich euch doch auch vertraut habe. Also war das falsch, euch zu vertrauen, oder was? War das nicht richtig? Sagt er mir ja gerade. Was sagst du? Es war doch schön so. Was war schön? Du sagst ja gerade, dass du uns nicht vertrauen hättest sollen. Aber war doch okay, dass du uns vertraut hast. Wir haben jetzt ein paar mehr Supreme-Spieler. Ich meine, wir können ja auch gerne den Admin oder Mod Plus rangeben, so, dann kannst du trotzdem mehr aufnehmen, wenn du Bock hast, aber. Das war's dann auch.
Na, Admin soll es schon sein, denke ich. Aber halt weniger Rechte. Naja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch den Owner-Rang selber wegnehmen, dann beschleunigen wir das Ganze und ich banne euch danach im Nachhinein nicht. Das hört sich doch nach einem fairen Deal an. Der Owner sieht doch gut aus bei uns. Na, aber darum geht's ja hier gerade gar nicht. Wieso geht's nicht darum? Ja, aber das stört dich doch gerade. Das ist das Einzige, was dich stört. Naja, nee, es geht mir nicht um irgendeinen Präfix. Ich meine, ihr habt ja gerade jetzt aktuell sogar dieselben Rechte, die ihr verfickt nochmal vorher hattet. Ihr seid doch diejenigen, denen es hier um den Rang geht. Jetzt dreht ihr nicht den Spieß um. Wer hat hier gerade wem sich selber irgendeinen Rang gegeben und mir den Rang weggenommen? Also geht's doch euch um den Rang. Ach, wie oft habe ich dir gesagt, der Rang ist mir eigentlich völlig egal. Ja, siehst du, hast du ja gelogen. Na wo denn? Ist mir egal. Ja, aber wenn er dir egal ist, dann widersprichst du ja gerade selber. Wenn er dir egal ist, dann ist er dir ja egal. Aber das, was du gerade machst, dann ist er dir ja nicht egal. Na wieso? Ihr wollt mich gerade komplett verarschen. Haha, es war lustig. Haha, XD, jetzt ist auch vorbei, okay? Jetzt sag mir, was los ist. Nichts? Ist alles gut? Ihr habt doch echt nicht mal alle Murmeln im Glas, wisst ihr das? Da fehlen auch nicht nur 1, 2, das Glas ist halb leer. Das Glas ist halb leer. Oder vielleicht halb voll? Nee. Bei euch kann man vielleicht nicht mal optimistisch sein. Vielleicht doch komplett voll oder komplett leer. Nee. Halb leer. Ganz klar halb leer. Vielleicht sogar nur noch ein Drittel voll. Halb leer oder ein Drittel voll? Ja, es kommt doch jetzt hier nicht, ob halb leer oder ein Drittel voll an. Es kommt um die allgemeine aktuelle Gesamtsituation gerade an. Jetzt lenk hier nicht ab. Boah, Lukas, schau es dir an, wie viele das Supreme noch wollen. Guck mal, wollen wir mal die Eingangshalle gehen zusammen? Die wollen alle Supreme. Alter, was ist euer Problem, echt? Ich merk selber was, ne? Ja, Mann. Wo ist er? Da. Jo. Was geht? Nein, Jungs, ihr seid komplett durch. Ihr seid echt komplett durch. Das mache ich jetzt, das mache ich hier nicht mit. Ja, da, ich habe übrigens noch Client-Rechte. Achso. Könnt mir nicht mal richtig Rechte entfernen. Seid der richtig gute Owner. Wir sind, du hast das übersehen, wir sind Owner plus. Ja, ihr merkt ihr selber, ne? Ach. Ganz ehrlich, gar keine Lust mehr mit dir zu diskutieren. Ne? Ihr habt keine Lust! Nein! Das ist gerade nicht passiert. Okay, ich werde jetzt einen Anruf tätigen. Und dann sind die aber sowas von weg. Das ist doch nicht deren verfickter Ernst gerade. Ja, der hat toll geklappt mit Bann, ne? So, hier. Zack, ihr könnt euch jetzt hier verpissen, Jungs. Verpisst euch einfach. Was? Warte, bevor du irgendwas machst, okay? Bedank dich bei Krabi, okay? Und nicht bei mir, ich hab damit nichts zu tun. Ja, ich find's halt auch gar nicht mehr lustig. Nein, Vic und ich... User in your channel was banned from the server. Ruft Lukas mich an. Was willst du? Entfern uns beide, wir erklären es dir. Was gibt's denn da jetzt noch zu erklären? Wollt ihr mich verarschen? Wir erklären es dir. Entfern uns, dann erklären wir es dir. Will ich das überhaupt? Ja, dann kannst du, wenn du willst, kannst du, also wirklich, wir erklären es dir. Okay. Channel switched. User joined your channel. So, warte. Warum hast du eigentlich schon wieder diesen verfickten Owner Plus Rang? Wir erklären es dir, okay? Müssen wir noch auf Enrico warten, kurz? Ja, was ist denn jetzt? Ich warte! Wir müssen auf Enrico warten. Was habt ihr angestellt, Lukas? Ich würde das gerne erklären, wir müssen auf die warten. Also er ist auf jeden Fall entbannt. Er hat wohl probiert, zu oft zu connecten und kann gerade nicht connecten, deswegen.
Da ist er. Jo, so, warte mal. Also. du bekommst einen Uplink zum Owner. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Owner plus plus. Wilko? Also, ich enthalte, ich hab nichts gemacht, okay. Wilko? Nein, du hast gar nichts gemacht. Wilko. Ja. Wilko, willst du die Story hören? Warte kurz, Luca, lass mich. Wilko, ich hab dich oft genug gewarnt, meine Rache wird furchtbar sein. Nein. Aber Wilko, hör mir zu. Am Anfang, er hat mich mitgeprankt, er hat mich nur heute mit eingeweiht. Weißt du noch das Video von gestern? Ja. Davor hatte Kabi mich eingeweiht und dann habe ich es gemacht. Genau an dem Tag hat Kabi mich da eingeweiht. Sonst hätte ich das gar nicht gesagt. Hab's dir gesagt, irgendwann erwische ich euch. An Ben Skygirl TV. Ihr kranken Psychopathen. Skygirl TV ist wieder Owner in-game. Was macht ihr mit mir, Junge? Was meinst du, wie ich ausgerastet bin, als er mir gesagt hat, Digga, das ist nur ein Prank. Aber dann habe ich halt einfach mitgespielt, weißt du? Ja. Das heißt, dieses erste Plot. Das ist alles von Kapi. Das alles, womit das angefangen hat, hast du gebaut, Kapi. Hast du gebaut. Ich habe dich gewarnt. Oft. Nein, du willst mich doch... Gewarnt, oft genug. Ich erwisch euch. Und ich sag dir gerade sogar noch extra, dass ich Grundstücke bewerten aufnehme. Und da machst du so eine Scheiße. Nein, ey, das muss ich jetzt gerade erstmal alles verarbeiten. Verdient. Ich hab's dir oft genug gesagt. Wieso denn verdient? So eine kranke Scheiße habe ich noch nie gemacht. Das ist doch... Nee, ehrlich, das... Ach, übrigens, komm zurück, Lukas. Dankeschön. Auch du hast es verdient. Also ich muss sagen, am Anfang, Junge, ich bin ja fast ausgeflippt, ne? Also welcher Idiot lässt sich hier verstehen? Und du sitzt da ohne Rechte, ich nehme dir die Rechte weg und du weißt, du hast es wirklich nicht gemacht. Ja, oh, ich war da 3-4 Tage, ich habe nichts gemacht. Du willst nicht wissen, wie der mich angeschrien hat? Oh Gott. Ja, ich hab das jetzt ja alles aufgenommen. Ja, das ist doch ein perfektes ja, Video zum Sonntagabend, oder nicht? Oh Gott. Ja. Aber eins sage ich euch, Jungs, den müsst ihr jetzt erst toppen. Ja, den zu toppen wird echt schwierig. Also jetzt wirklich, ne? Also. Den topp ich irgendwann. Freunde, wenn ich den toppen soll, lasst ihr einen Daumen nach oben da. Das war's jetzt. Haut rein. Ciao.